Diese Menschen haben den Zweiten Weltkrieg als Kinder erlebt und überlebt. Knapp 27 Millionen Sowjetbürger hatten dieses Glück nicht. Am 4. März lud der Schweriner Oberbürgermeister Dr. Rico Badenschier gemeinsam mit der Botschaft der Russischen Föderation die Weltkriegsüberlebenden aus der ehemaligen Sowjetunion ins Rathaus ein. Die Wahlschweriner durften im Vorfeld zum 75. Jahrestag des Sieges über Nazi-Deutschland russische Ehrenmedaillen entgegennehmen. Ja, ich war vor 20 Jahren mal in Weißrussland, in Minsk. Und wenn man vor Ort ist und sieht, wie die Stadt zerstört wurde, dann kriegt man nochmal eine ganz andere Beziehung auch zum Zweiten Weltkrieg und zu dem, was für ein Leid in Europa geschehen ist. Und deswegen finde ich das Erinnern an diese Tragödie wichtig. Und es führt uns, führt mir, führt uns allen vor Augen, dass sowas nie wieder passieren darf. Das Andenken an die Kriegsopfer wird in Schwerin mit großer Würde und viel Engagement gepflegt. Im November 2019 wurde an den Massengräbern des ehemaligen KZs im Grünen Tal eine Gedenktafel aufgestellt. Die meisten der dort ruhenden Häftlinge waren sowjetische Kriegsgefangene. Geplant ist auch ein kleines Memorial mit dem Namen aller 500 Soldaten aus insgesamt 4 Nationen. Das Stadtarchiv intensiviert diesbezüglich seine Forschungsarbeit. Wir arbeiten sehr gut zusammen mit den deutschen Behörden, was der Zustand der Kriegsgräber in Deutschland betrifft. Die Mehrheit ist in sehr gutem Zustand. Die Denkmäler, die nicht so gut aussehen, werden restauriert. Und das ist die Arbeit nicht nur im Jahre des Jubiläums, sondern das ist alltägliche Arbeit der deutschen Behörden und der Botschaft der Russischen Föderation. 11 Ehrenmedaillen, 75 Jahre Ende des großen Vaterländischen Krieges, wurden im Dämmlersaal des Schweriner Rathauses verliehen. 9 weitere Medaillen brachte man den Auszuzeichnenden am selben Tag persönlich nach Hause. Weitere Stationen sind Rostock, Wismar, Berlin, Potsdam und Magdeburg. Insgesamt 160 Ausgezeichnete stehen auf der Liste der russischen Botschaft. Diese Menschen haben einst das Schlimmste erlitten und sind dankbar, an ihrem Lebensabend im heutigen Deutschland leben zu dürfen. Als wir damals nach Deutschland kamen, wurden wir sehr freundlich und herzlich in Empfang genommen. Wir hatten stets das Gefühl, die deutschen Behörden sorgen dafür, dass es uns gut geht. Wir kamen schon in einem beachtlichen Alter hierher, arbeiten konnten wir natürlich nicht mehr. Wir wurden finanziell rundum versorgt und man hat sich um uns in der Tat sehr gut gekümmert. Am frühen Morgen des 2. Mai 1945 erreichten Panzereinheiten der 2. Belorussischen Front der Roten Armee unter Marschall Rokossowski das Ostufer des Schweriner Sees. In Rabensteinfeld befreiten sowjetische Truppen den größten Teil der 18.000 dort eintreffenden Häftlinge des Todesmarsches aus den Konzentrationslagern Sachsenhausen und Ravensbrück. Mindestens 6.000 von ihnen überlebten die Strapazen nicht mehr oder wurden von der SS ermordet. An die Tage der Befreiung Schwerins vor 75 Jahren erinnert heute ein Denkmal.